Guck mal, Johann, ein Brief von der Universität über unseren Christian. Dankeschön, Weib. Von wem ist denn der? Der ist vom Rektor Thilo von Erlanger. Gucken wir mal, was der Christian jetzt schon wieder da hat. Lieber Herr Schubert, liebe Frau Schubert, ich lobe Christians außerordentliche Fähigkeiten, seine Kreativität und Auffassungsgaben. Dennoch muss ich Ihnen von einigen Ausschweifungen berichten. Christian hat Professoren vor den Studenten im Vorlesungssaal bloßgestellt. Außerdem hat er in der Kirche Kindern üblen Schabernack erzählt und sogar der Bürgermeister hat ihn verwarnt. Er berichtete positive Dinge über den Karzer, indem er sagte, er habe ja ein Klavier, auf dem er spielen könne. Seine Freundin Giovanetta besucht ihn auch öfters und bemitleidet ihn. Dies ist alles Verhalten, das wir trotz Begabung nicht tolerieren können. Ich bitte Sie um Ihre Rückmeldung. Grüß dich, Christian. Grüß dich, Franz. Wie geht's dir? Gut, und dir? Saugut. Giovanetta, meine Schöne, du fehlst mir. Du fehlst mir auch. Hast du den blöden Friesen vom Bürgermeister gesehen? Die ist so lächerlich. Ja, es sieht aus wie ein Vogel. Schick den Christian heim, der soll nicht mehr studieren. Dafür geb ich kein Geld mehr her. Grüß Gott. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Geislingen. Es ist uns eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und das hier ist mein Finanzberater. Hallo! Und jetzt wieder zu Ihnen, Herr Schubert. Sie sind ja so gebildet. Salve, my friend, und carpe diem. Sava, sava, bonjour, baguette, oder soll ich lieber sagen, chakairo hieta neuri. Ihr könnt jetzt auch mit Hebräisch auffangen, aber das versteht ihr ja eh keiner. Und wisst ihr was? Englisch kann ich frei auch noch. Good day, my friend. Es sind ja so eine riesengroße Stadt. Ah, wie viele leben denn hier? 1500. Mei, das sind viel. Es wäre uns eine große Ehre, wenn Sie unsere Generation unterrichten könnten. Wow, wie es ist. Aber meine Tochter Helena, so eine begabte Pianistin, ich sag's Ihnen. Es wäre reizend von Ihnen, wenn Sie ihr Unterricht geben würden. Aber sicher doch, in aller Hand ich oft Unterricht geben, sonst sind alle geizig und ich habe kein Geld kriegt. Deshalb bin ich froh, hier arbeiten zu dürfen. Helena, sie ist so begabt, hübsch und intelligent und voller Lebensfreude. Bühler, ich wünsche mir deine Tochter als Frau. Selbstverständlich, ich wüsste meine Tochter nicht in besseren Händen. Gut, dann lass uns drauf trinken. Eure Durchlaucht, Schubert kommt seinen Pflichten nicht nach. Orgelkonzerte in den Gottesdiensten. Ich glaube, ich spinne. Niemand interessiert sich mehr für meine Predigten. Gott soll ihn strafen. Schubert saß doch schon im Gefängnis, weil er seine Frau betrogen hat. Hat er sich denn nicht gebessert? Aber Carlo, gehen, das wurde doch nie bewiesen. Gebessert? Er sitzt jeden Tag im Wirtshaus, trinkt zu viel Wein, schreibt schreckliche Lieder und hat wahrscheinlich Beziehungen mit seinen Klavierschülerinnen. Zu Recht ist er krank geworden. Er spottet über mich und redet gegen euch. Schluss jetzt, ich bin ja selbst schon gelangweilt von ihren Predigten. Und er ist der beste Klavierlehrer, den ich je hatte, ein Genie. Es gibt jedoch auch Gerüchte, dass eure Franziska... Nein! Hiermit verstoße ich Schubert aus der Kirche und untersage ihm den Zutritt zu meinem Herzogtum. Er wird fristlos gekündigt. Auf Wiedersehen, Helene, ich bin bald zurück. Christian, wo willst du jetzt hin? Und vor allem mit wem? Aus welchem Grund? Du weißt doch selbst, dass du nur in Ulm sicher bist. Ja, ich habe den Klosteramtmann Scholl getroffen. Er hat mich zu sich und seinem Schwager nach Blaubeuren eingeladen, weil er mich interessant findet und mir eine Stelle anbieten will. Du weißt, du darfst nicht aus Ulm. Denk an die Zeitung. Das hat dem Herzog noch nie gefallen, weil du so kritisch bist und auf württembergischem Land wirst du verhaftet. Vater, bitte geh nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. Was, wenn dir etwas auf der Reise passiert? Kommen Sie schon, wir müssen los. Ade, Helene. Ade, Ludwig. Raus da! Keine Sorge, Sie werden bald wieder bei Kräften sein. Sie können froh sein, dass der Herzog Sie so früh schon aus dem Loch geholt hat. Hier an diesen eisernen Ringen werden Sie angekettet werden, wenn Sie nicht spuren. Guten Tag, von Scheidlin mein Name. Endlich lernen wir uns kennen. Ich hab's seit einer Ewigkeit mit keinem mehr geschwätzt. Ich habe ein Gedicht geschrieben und das würde ich Ihnen unbedingt zeigen. Ihr habt mir gefühlt wie die Forelle aus dem Gedicht, als der Herzog mich in Falle gelockt hat. Ich würde zu gerne wissen, was Ihnen alles in Ihrem Leben widerfahren ist. Wenn Sie wollen, können Sie Papier und Feder nehmen und meine Lebensgeschichte aufschreiben. Abgemacht.
Brust. Oder die reinste Hölle sein, denn schon hier werden unsere Dörfer von Herzog Karl Eugen tyrannisiert. Morgen werde ich über England nach Amerika abreisen, um dem König Georg III. Zu dienen. Merkt ihr denn nicht, dass euch der Herzog verkauft, um seinen tollen Palast in Stuttgart zu bauen? Moment. Auf geht's, kommt schon. Mit jammervollem Blicke, von tausend Sorgen schwer, hink ich an meiner Krücke in weiter Welt umher. Gott weiß, ich hab viel gelitten, ich hab so manchen Kampf in mancher Schlacht gestritten, gehüllt in Pulverdampf. Ich stand in Sturm und Regen, in grauser Mitternacht, bei Blitz und Donnerschlägen, oft einsam auf der Wacht. Und nun nach mancher Schonung, noch fern von meinem Grab, empfang ich die Belohnung mit diesem Bettelstab. Ich bettle vor den Türen, ich armer, lahmer Mann. Doch ach, wen kann ich rühren, wer nimmt sich meiner an? Beschwör ich euch, ihr Söhne, o flieht der Trommel Ton und Kriegstrommeln Töne, sonst krieg ich meinen Lohn. Bitte tief ein- und ausatmen. Oh je, ich befürchte, Sie haben Tuberkulose. Mein Sohn Ludwig, ich werd bald leider sterben. Herr Schubert, Fürst Karl Eugen hat Professor Levaux zurück nach Frankreich geschickt. Er inspirierte uns mit seinen Worten: Es lebe Frankreich, es lebe die Freiheit.